This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Hi Leute, Schritt für Schritt, Step by Step, Stufe für Stufe. Man braucht gar nicht zu wissen, was so weit in der Zukunft passieren sollte. Es reicht, wenn du den nächsten Schritt weißt. Und das ist immer individuell. Du weißt es ja eigentlich im Grunde immer selbst, was du machen musst. Du weißt doch, dass du zum Beispiel dich jetzt gerade nicht glücklich in dem Job oder so fühlst. Oder ob dir das wirklich Spaß macht, was du machst. Ob dich das wirklich erfüllt und so weiter. Und dann geht es darum, Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass du die Sachen wieder lässt und dass du das machst, was dir Spaß macht. Und du musst nur wissen, was der nächste Schritt ist. Wenn es ein scheiß Job ist, dann ist der nächste Schritt, den zu kündigen. Ist so. Klingt hart, aber ist so. Wenn es dir keinen Spaß macht, macht es keinen Sinn. Und die Leute suchen immer nur nach Sicherheit und so weiter und rennen dann irgendwie davon und haben am Ende gar nichts mehr. Nichts ist sicher. Ein Job kann dir so oder so morgen gekündigt werden. Und man muss gar nicht so viel reden. Man muss nicht wissen, wie das Universum aufgebaut ist. Man muss nicht wissen, das ist ganz nett, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man sich damit beschäftigen und drüber reden. Aber du brauchst das alles, ne? Du musst es nicht wissen. Genauso wie du nicht wissen musst, wie eine Proteinsynthese funktioniert im Körper, um dich gesund zu ernähren. Kein Tier auf der Welt weiß so einen Doktorschmarrn. Du musst nur in die Natur schauen und lernen vom Lebendigen und nicht an toten Sachen. Und ja, einfach den nächsten Schritt machen. Und sich nicht mit anderen Sachen beschäftigen, die dich nur davon ablenken, jetzt den wichtigen Schritt, den du angehen musst, zu machen. Man drückt sich dann nur davor, weil man nichts verändern möchte. Und dann kommt man nicht aus diesem Trott raus. Und dann bleibt man immer in der alten Routine, bis das Leben dann doch irgendwann vorbei ist. Einfach tun und den nächsten Schritt machen. Sonst geht's nicht voran. Das ist das Wichtigste. Man muss gar nicht irgendwas außenrum wissen. Es ist völlig egal. Du musst dich selber kennenlernen und dann wirst du immer wissen, wenn du in dich reinfühlst, was der nächste Schritt sein sollte. Man muss auch so ehrlich sein, das zu machen. Es fühlt sich ja auch, man weiß ja eigentlich genau, was das Richtige ist, aber man will es nicht machen, weil es halt eine Überwindung kostet. Man weiß ja eigentlich genau, dass man, was weiß ich, wenn man schüchtern ist, dass man halt mal sich trotzdem ins kalte Wasser schmeißen sollte oder mal ein bisschen mehr hingehen sollte und offener werden und so weiter. Das sind halt unangenehme Sachen, aber sie sind so einfach, man muss sie nur machen. Genauso wie Fasten und die Ernährung umstellen. Es sollte bei jedem der nächste Schritt sein, mal seinen Darm zu reinigen, sein System zu entgiften und dann lösen sich so Blockaden automatisch. Ja. Braucht man gar nicht viel drüber reden. Einfach machen. Und zwar Schritt für Schritt. Ihr kennt es doch auch, wenn ihr irgendwo eine Treppe hochlauft oder einen Weg habt und ihr denkt die ganze Zeit nur, boah, ist das jetzt noch weit oder so. Dann kommt ihr nie an, das kommt euch wie eine Ewigkeit vor und ihr habt den Weg nicht genossen. Es hat überhaupt keinen Sinn, sowas zu machen. Aber wenn du irgendwo einfach so blindlos rumläufst, weil du das gerade schön findest und dann läufst du da lang und da lang und am Ende hast du irgendwie, was weiß ich, 20, 30 Kilometer gelaufen und denkst dir dann so, wow, krass. Ja, jetzt bin ich mega viel gelaufen und mir kam es vor wie, keine Ahnung, es hat einfach Spaß gemacht. Genießt den Moment, seid im Moment und beachtet nur den nächsten Schritt.
Wenn man immer schaut, so, hey, auf das Ziel, boah, das sind jetzt noch 1 Million Stufen, bis ich die Pyramide da oben bin. Schaut auf die nächste Stufe. Müsst auch nicht nach unten schauen, was er schon geschafft hat, nach jeder Stufe. Lauft ein Stück weiter. Und wenn ihr oben seid, dann boom, habt ihr plötzlich, steht ihr auf 100 Meter Höhe oder was auch immer. Schritt für Schritt, das ist der Weg, den man gehen sollte. Peace, Leute. Macht's gut.